Jenny meinte nach der letzten Episode, sieh nur, was du getan hast. Ja, Desaster, Chaos, ist über Whitechapel hereingebrochen. Ich wollte Whitechapel eigentlich zu einem besseren Ort machen. Whitechapel ist jetzt, glaube ich, der höllischste Ort in ganz London. Dorothea hat sich verwandelt. Vielleicht wegen meiner Entscheidung. Vielleicht hätte sie sich so oder so verwandelt. Aber es ändert nichts daran, dass das ziemlich höllische Zeiten sind. Und ich hatte in der letzten Episode dann auch den Ingame-Sound jetzt lauter gemacht. Und das habe ich beibehalten, bis auf die SFX, die Sound FX. Sprich, Kampfgeräusche sind etwas leiser. Damit könnt ihr meine liebliche Stimme sauber untermalt vom Soundtrack in Vampyr dann auch besser hören. Stressfreier und bekommt trotzdem noch die Atmosphäre des Spiels mit. Denn die Musik ist schon ein tragendes Element in Vampyr. Und wir sprechen jetzt mit Lady Ashbury. Aha. Dorothea hatte recht. Jetzt behauptet sie natürlich, er war schon tot und so. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Mitgefühl verschleiert nur ihre Begierden. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Also war der Vorwurf wahr. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, Your Ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost Genau, wir werden ihren Namen nicht nennen. The culprit's identity is of no relevance. Sehr gut. Jonathan. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Verdammt. Ich wollte sie eigentlich erledigen. Genau, Swansea lässt sie töten. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Okay. Wissen Sie etwas über seine Bruderschaft? What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Hmm. Niemand hat sie verdächtigt. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Hm. Wie alt sind sie? Eine Frage, die man einer Frau nicht stellt. Eine Vampirin vielleicht noch weniger. Aber wir stellen sie genau deswegen. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now. And 27 I shall remain. So, wer hat Ihnen ewige Jugend gewährt? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago.
Das ist nicht die ganze Wahrheit. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Na ja. Warum haben Sie mich gerettet? Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. Das ist unsere moralische Ausrede. Sie hat unser Leben gerettet. William ist nicht mein Schöpfer. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Das ist wohl wahr. So, ich bin ein Vampir? Die Frage stellen mir jetzt nicht wirklich. Die Stimme in meinem Kopf, das ist wichtig. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Ich glaube nicht, dass sie es ist, aber fragen wir es trotzdem. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Ich denke, sie meinten in der Übersetzung einen Abkömmling und nicht einen Abkommen, aber bisher ist die Übersetzung ganz gut. Okay. Wir fragen sie trotzdem alles, weil ich glaube, es ist wichtig. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Ein Ekon ist ein Vampir. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? Gute Frage. How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are a... but a branch of the immortal tree. Okay, also das ist eine Abstufung, vielleicht die höchste Form des Vampirs. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Wir sind schwierig, wenn wir ständig Blutdurst haben. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Könnte sein Versehen sein. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Okay, wieder. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Okay, das kennen wir. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Ja, sind sie alle freundlich, ist natürlich die Frage. Ich werde jetzt nicht alle Fragen stellen, jetzt sind nur wirklich die, die ich interessant finde. Okay, ich bin Vampirjägern begegnet, das interessiert mich auch. Warum? When I awoke, woher?
Bruderschaft, andere Schwesterschaft. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Ist das eine Sekte? You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Okay, was ist mit London geschehen? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. Wovor fürchten Sie sich? What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Was du nicht sagst. Okay. I bid you farewell. For now, my farewell. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Das werden wir tun. Und ja, das ist interessant, wie diese Diversität in den Charakteren. Es gibt kein wirkliches Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Natürlich in manchen Fällen, jetzt gerade bei Dorothea, ist es so, tut es mir leid, falls meine Entscheidung tatsächlich dazu geführt hat, dass sie sich verwandelt hat. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was das Vergessen damit zu tun hat, dass sie sich verwandelt hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Patient, der da gestorben ist, der auch irgendwie eine ganz komische Symptome gezeigt hatte, dass er sie angesteckt hat oder dass sie sich bei ihm angesteckt hat in irgendeiner Art und Weise. Sie ist auch eher so zu so einem Skal mutiert, das heißt, zu einem Econ wurde sie nicht gemacht. Und ich finde halt interessant, ich meine, Lady Ashbury hat uns jetzt halt viele Informationen gegeben. Diese Informationen hätten wir vielleicht in der Form nicht bekommen. Vielleicht aber auch doch. Das macht Vampir aber auch so interessant. Und wir analysieren jetzt erstmal Razvan Vasiles Blut. Das war der Dude, den wir nicht retten konnten. So, haben wir analysiert, jetzt haben wir ein Ausdauerserum hinzubekommen. Und hoffentlich auch Erkenntnisse. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Ja, hatte mich gewundert, dass wir schon so lange nicht mehr mit ihm gesprochen haben. So. Ursachen und Wirkungen. Mein jüngster Ausflug nach Whitechapel hat mir gezeigt, wie verzweifelt die Situation für die Londoner ist und wie sie alle versuchen müssen, bestmöglich mit dieser Bedrohung umzugehen. Die Ursachen und Wirkungen scheinen unausweichlich miteinander verknüpft zu sein. Dorothy Crane hat sich Diebstahl und Erpressung bedient, um ausreichend Geld zu sammeln und somit auf illegale Weise den Armen zu helfen. Aber ich erlebte auch, wie sie verzweifelt versuchte, einen sterbenden Patienten in ihrer rudimentären Apotheke zu retten. Schlussendlich konnte keiner von uns den armen Mann retten. Doch ich bin jetzt überzeugt, dass eine Verbindung zwischen der spanischen Grippe und der Vampirepidemie besteht, denn meine Analyse von Razvans Blut hat dasselbe instabile Blutbild zutage gefördert, das ich bereits bei William Bishop festgestellt hatte. Ich sollte meine Funde Dr. Swansea melden und seine Expertise in der Medizin und der Vampirkunde einholen. Jo, also wir haben ja bisher auch keinen Hinweis darauf, dass das jetzt wirklich in Anführungszeichen falsch war, sie davon abzuhalten. So in der Form weiterzumachen, die Dorothy Crane. Und ich kann mir moralisch, kann ich mir so ein bisschen Ausreden reinholen, weil ich mir auch sage, dass sie halt, sie hat das halt eben auf illegale Art und Weise gemacht und ich glaube auch nicht, dass das viel ausgemacht hätte, die einzelnen armen Menschen zu retten, die sie versucht hat zu retten, weil einfach mehr hinter der ganzen Sache steckt. Und was das ist, das werden wir versuchen herauszufinden. Wir sprechen jetzt nach langer Zeit mal wieder mit unserem Boss Dr. Swansea. Er ist nicht da, aber wir haben vielleicht die Möglichkeit, mal seine Sachen zu durchstöbern. Seltene Spezies von Vampiren.
Als Gelehrter und inniger Kenner der alten Schriften kann ich die Wichtigkeit von alten Legenden und Volkssagen nicht genug betonen, wenn es darum geht, Hinweise auf verborgenes und verlorenes Wissen zu finden. Ein verbreiteter Fehler ist, nur die bestätigten Fakten zu berücksichtigen und alles, was dem widerspricht, zu verwerfen. Zum Beispiel sollten wir nicht ausschließen, unentdeckte Vampirarten zu finden und überdenken, was wir als die Wahrheit über die verschiedenen Arten der Unsterblichen erachten, basierend auf unserem langsamen und über die Zeit zusammengetragenen Wissen. Wie viele Jahrhunderte lang haben wir geglaubt, dass Vampir nur ein regionaler Name für das sei, was wir Ekon nennen? Bis vier Entdecker der Bruderschaft in Sibirien Beweise dafür fanden, dass Vulkots eine wolfsähnliche Art von Vampir sind, betrachteten wir diese Wesen als Entsprechung des mythologischen Werwolfs. Nun wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rakshasa aus meinem Heimatland? Was ist mit dem chinesischen Jiangxi oder dem Poichen im Süden Chiles? Und vergessen wir unser schönes Großbritannien nicht. Was ist mit den Geschichten über die fledermausartige Frau, die manchmal um die St. James Church in Lauf fliegend gesichtet wurde? Was ist mit der Kreatur, die in manchen obskuren Zeugenaussagen als Desaster beschrieben wurde und die 1666 versuchte, London zu vernichten, indem sie überall die Pest verbreitete? Was ist mit dem Nimrod, der mythischen Figur des rastlosen Vampirjägers, der manchmal von früheren britischen Ekon als legendärer Weidmann beschrieben wurde, der sich nur vom Blut seiner Opfer ernährte und unbemerkt unter Sterblichen und Unsterblichen wandeln konnte? Meine Brüder, wenn wir auch nur für ein paar Augenblicke vergessen könnten, was wir vermeintlich schon wissen, würden wir uns niemals sicher sein, was wir noch finden würden. Aus Die Enthüllung der Nacht von Usher Talltree, Primas von St. Paulus. So, und damit haben wir unsere Antwort, warum es dem Werwolf nichts ausmacht, uns zu beißen, beziehungsweise umgekehrt. Es ist kein Werwolf. Wundervoll. Und ja, mich stört ein bisschen, dass Dr. Swansea ein schöneres Büro hat als wir. Gut, das ist unser Chef. Trotzdem. Hat bestimmt auch noch eine gute Aussicht. Na, er sieht zumindest runter aufs Lager. Wäre natürlich praktischer für uns. Naja. Vielleicht erledigen wir Dr. Swansea und steigen somit zum Chef des Krankenhauses auf. Ob das so ist oder nicht und ob ich weiteres Desaster über Vampire und vor allem London bringe, das seht ihr in den nächsten Episoden. Schlaf gut.